A trip to my. Heart. Hi, Freunde, und herzlich willkommen hier war Gaming. Flo wieder am Start. Heute ist Montag, ist wieder Zeit für Upgrade SBCs. Wir wollen uns heute vor allen Dingen um die Player Pick SBC kümmern. Die 78 Plus Player Pick SBC ist draußen. Bevor wir reinstarten und uns den Content für 19 Uhr einmal anschauen, könnt ihr gerne liebe da lassen. 500 Likes, gib mir euer WLC raus, lasst uns die so schnell wie möglich voll machen. Ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne auch kostenlos einmal die Glocke aktivieren für euren täglichen FIFA 22 Content. Und vorhin ist schon ein Video online gegangen, da haben wir uns um meine Team of the Year-Wahl einmal gekümmert. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt das sehr, sehr gerne ab. Und äh, ja, heute steht auf jeden Fall einiges an und äh, wir haben auch heute die 49.000 Abonnentenmarke geknackt. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ein fettes, fettes Dankeschön an euch. An die Community für eure Interaktion mit den Videos, egal ob einen Daumen nach oben, egal jeden Tag, ob ihr einen Kommentar hinterlasst, das Video einfach teilt oder einfach Watchtime nur auf dem Video da lasst. Dankeschön für euren Support. Mit der Interaktion lasst ihr auf jeden Fall immer extrem viel Liebe da. Lasst uns heute, wie gesagt, auch gerne wieder die 500 Likes voll machen und heute steht einiges an an diesem Montag und ich führe euch jetzt hier heute auch mal wieder durch. Also würde ich sagen, starten wir rein. Lasst mich gerne eure Meinung wissen in den Kommentaren, falls ihr die Playback SBC auch schon gemacht habt. Gerne reinschreiben, was habt ihr gezogen? Habt ihr vielleicht sogar einen von den Headliner-Karten ziehen können? Lasst mich erst gerne wissen. Heute der 10.1. und es ist Iconswaps. Nummer 2 am Start, beziehungsweise Iconswaps 1. Aber die zweite Runde, die 9 neuen Iconswaps-Token sind draußen. Icontausch hier 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Einmal hier vor Champions wieder, Squad Battles dann mit äh, elf Italienern, Liga Portugal, EFL Championship, Silberspielern und so weiter und so fort. Dann haben wir das Ganze mit Premier League, das ähm, Token Nummer 7 äh, in der zweiten Runde, dann Nummer 8 und Nummer 9. Also insgesamt jetzt hier eure 18 Tokens am Start. Das also für den heutigen Tag. Ja, die erste Neuerung die auf jeden Fall hier am Start ist. Also weitere Token könnt ihr euch jetzt holen, beziehungsweise alle Token sogar, um die dann in den Squad-Building-Challenges, falls ihr dahingehend weitere Informationsvideos haben wollt, lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren. Vielleicht mache ich sogar morgen eventuell ein separates Video nochmal dazu, weil Fragen sind einfach immer und immer wieder da. Hier sind die Rewards und ihr könnt euch jetzt hier entscheiden, welche ihr euch da abholt. Jetzt sind, wie gesagt, alle Token verfügbar, alle restlichen Token zumindest. Ich weiß nicht, wie viel ihr... Ähm, ja schon freigeschalten habt, lasst mich gerne auch wie gesagt wissen, auf welche Rewards ihr hier bei Icon Swaps geht. Wir gehen zwei, äh, zwei Tabs nach rechts und zwar zum Icon Tab, denn da haben wir heute zwei neue Icons am Start. Das ist einmal Fernando Torres, ähm, 30 Tage Sadat, 12 Segmente wie wir hier sehen und die Frage natürlich auch hier wieder, lohnt sich das Ganze? Es handelt sich um folgende Karte, die 91er, die Prime Icon Torres Variante. Wir haben hier Bronze, Silber, dann haben wir 84er, 83er, 85er, zwei Stück, 86er, zwei Stück, 87er, zwei Stück, 288 oh, zwei er Okay, okay, ich dachte, da kommt jetzt noch ein 89er und das war es dann. Also, falls ihr Bock habt auf ein Torres, dann gerne abschließen. Vier Sterne, vier Sterne bringt er mit und hier auf jeden Fall eine weitere Option, ja, Sachen einfach abzugeben. Dann haben wir noch Clarence seedorf den habe ich ja zuletzt im letzten Mit-Icon-Pack gezogen. Das letzte Woche rauskam. Diese Woche Montag ist wieder mit Icon Upgrade rausgekommen, zeige ich euch gleich. 30 Tage ist er aber verbleibend, es geht um die Basis Icon von ihm. Er ist 7 Tage verbleibend, äh, genau Bronze, genau Silber, 82er, 83er, 84er, 85er und dann noch ein 87er und top. Also eher eigentlich auch easy game, aber wie gesagt, es ist nur die Base Icon in Anführungsstrichen. Ähm, und guckt erstmal, wie gesagt, bei Icon Swaps, welche Icon ihr, falls ihr da auf eine äh, Icon Upgrade Geschichte geht, dann erstmal zieht und dann guckt ihr gerne ins Icon-Tab rein und guckt, was ihr einmal mitnehmt. Zu den Favoriten habe ich schon mal die Player Pick SPC hinzugefügt. Zwei Tage ist sie da, 78 plus. Leider keine 81 plus. Ich hoffe, das kommt dann Richtung Team of the Year. Richtig nice oder 80 plus zumindest an Player Picks und auch wieder drei Auswahl. Wir haben zwei Auswahl heute am Start. Drei seltene Mindestens Gold, 30 Teamspiele mindestens und zwei Spieler im Team sind hier einmal sieben. Fünf habe ich jetzt schon mal ready gemacht. Wir werden heute natürlich einige davon machen, auch mit der Community zusammen. Und um das Ganze jetzt hier noch abzuschließen, haben wir außerdem. Noch folgendes am Start: die 81 bis 87er Upgrade SPC und dann on top die mittlere Icon Upgrade. Auch hier wieder vier Segmente: 85er, zwei Stück, jeweils ein Team of the Week auf der rechten Seite und hier dann auch äh, auf der linken Seite einer 86er, 87er, 85er, zwei Stück und zwei Team of the Weeks. Für das mittlere Icon Upgrade, also das auf jeden Fall auch am Start und das hier ist auch am Start: Headliner Set, Freunde. Ja, wer Bock hat, kann es gerne machen. Mich interessiert es absolut. Gar nicht. Gehen wir rein in den Shop. Und wie gesagt, heute ja schon das Team of the Year Voting Video von mir gekommen. Checkt das gerne ab. Heute wieder Doppel-Upload am Start. Let's go. Packlack rein in die Kommentare. Wir starten rein mit einem 83er. Vollern. Nehmen wir erstmal mit. Nehmen wir erstmal mit. Da ist ja noch Luft nach oben. Richardson im zweiten. Come on, ey. Lass was Gutes kommen. Nächster 83er. Bis jetzt alles hier SPC-Futter aus den ersten fünf. Long Lee. Und jetzt in Pick Nummer 5. 2,79er? Really, ey? Golovin nehmen wir mit. Das geht definitiv besser. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in den nächsten Player Picks. Vielleicht sogar heute wieder auf den eigenen Upgrade -Pack. Wir haben ja letzte Woche vier Stück gemacht. Äh, lasst mich gerne eure Meinung wissen. Wie gesagt, zu Torres und äh, Seedorf. Wie gesagt, wenn ihr die Liegen-SPCs macht, sind das einfach zwei weitere Icons, wenn ihr Bock habt, die ihr abschließen könnt. 81 oder 87er lohnt sich nur, wenn ihr zum Beispiel für die mit icon spc gewisses Rating braucht. Sonst würde ich, wie gesagt, auf die Player-Picks gehen. Die sind immer relativ nice. Headliners-Set gönnt nicht so wirklich. Und dann haben wir, wie gesagt, heute noch Iconswaps am Start und damit weiter in weitere Player-Picks. Let's go. So, Freunde, weiter geht es. Player Picks und hoffentlich Headliner. Ich werde euch natürlich wieder die Highlights äh, zusammenschneiden. Ich weiß noch nicht, wie viele wie wir heute hinkriegen. Ihr seht es wahrscheinlich schon im Thumbnail oder im Titel. Ähm, Pope und Sissoko, weitere Premier League Spieler, die hier um die Ecke kommen. Fünf Stück hier. Kampel. Komm hier, ey. Come on. Modric. Da ist es. Der erste Walkout. Sehr, sehr nice. Und immer noch keine orangenen Karte hier. Also rein in die nächsten. Let's go. So, Freunde, die nächsten sechs stehen an. Und die Hoffnung. Oh, der erste. Die erste Special-Karte. Weil man wird's. Der erste Team of the Week. Wie gesagt, die Frage heute wieder: Top oder Flop? Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die bis zum Team of the Year aufzusparen, weil man einfach dann ja auch keine. Ähm, keine Packs öffnen kann. Dahingehend ist es einfach bescheuert, die halt aufzusparen. Modi wird es jetzt. Und ja. Die Hoffnung einfach jetzt auf einen ordentlichen Headliner. Ich denke, da können wir auf jeden Fall alle mitgehen. Lasst mich gerne mal wissen, wie viele ihr von den Player-Picks jetzt noch macht. Oder sagt ihr, nee, da lasse ich jetzt die Finger weg. Alles jetzt kompletter Fokus aufs Team of the Year. Weiter Sets einmal sparen. Dazu findet ihr ja auch, wie gesagt, ein Video auf dem Channel. Und Nummer 6 gibt ein Gabriel Jesus. So, Freunde, 16 haben wir jetzt schon durch von den Player Picks. Hier jetzt 15 insgesamt auf einem Account. Mal schauen, was das Ganze gönnen kann. Top oder flop, das ist hier heute die Frage. Komm, ein Headliner, egal welches Rating, will ich hier auf jeden Fall heute mitnehmen. Schlagen wir rein. Mit dem ersten von den 15 hier auf dem Account, mit einem Acerbi und einem Konsa. Er geht auf das Nicht-Duplikat. Komm, Ey, lass Liebe da. Come on. Oh mein Gott. 83er Valverde jetzt hier. Und ihr seht, Pisi und Fabianski waren es nach Naigulan. Jetzt hier zwei, zwei Franzosen aus der Premier League. Er nimmt Endombele mit, geht hier auf Rating. Komm ey. Einen Headliner. Also da bin ich mal gespannt, ob das heute überhaupt noch irgendwas wird. Eben ein Coutinho, Mukiele. Und jetzt in Pick Nummer 15, ein Brahim Diaz. Rein in die nächsten. Okay, dann rein in die nächsten 15. So, Freunde, wir geben nicht auf. Oh! what? Rein in die nächsten 15. Ich wollte es gerade sagen, Wilson, der Erste. Ja, frisch rausgekommen. Am Sonntag im Mini-Release. 84er Wilson ist am Start. Und 89er Ederson. Jetzt geht's los. Jetzt geht es los. Ich sage es euch, Freunde. Ich sage es euch. Da ist der fette Walkout, da ist der Wilson Headliner und die Seite hier, die machen wir jetzt auch noch voll. Come on, yay. Oh Freunde, jetzt geht es los. 84er ziehe ich. 84er ziehe ich. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stück noch zu gehen. Come on. Und dann machen wir auf jeden Fall gleich die 50 noch voll. Das ist doch ordentlich. So kann es doch immer starten. Ein Rodriguez am Abschluss, also Wilson und der Walkout Ederson war das beste, das höchste der Gefühle. So, und zum Abschluss machen wir die letzten vier, heißt insgesamt 50 Player Picks hier für heute dieses Video. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst gerne Liebe da, falls ihr das Ganze weiter sehen wollt. Aber ja, bis auf diesen einen Headliner und hier und da ein paar Walkouts, war jetzt wirklich nicht so Gutes am Start. Lasst mich gerne eure Meinung wissen zu der Player Pick SPC. Was wünscht ihr euch für SPCs Richtung Team of the Year? Lasst mich wissen in den Kommentaren und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Haut rein, euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.